hat die denn überhaupt? Puh, hier kommen wir auch nicht durch. Was ist da? Blutige Tür, ja, das ist doch die beste Voraussetzung. Erstmal in die Ecke gehen, das verheben. Mit den Räumen passiert. Und klebt da alles an der Wand. Stehen wir jetzt irgendwie schief oder mit. Was hier passiert? Glück, dass ich ein bisschen geschulte Reflexe habe. Muss ich da rein? Oh Gott. Aber hier war ich schon drin. Da komme ich nicht rein. Fuck, wenn ich so dicht neben einen. Raus? Nein, komme ich nicht. Dann nehmen wir jetzt mal die Waffe alleine. Ist auf jeden Fall spaßig. Pardon für die Geräusche, ich wollte nur wissen, wie spät es ist. Ich bin hier schon eine Dreiviertelstunde über die, oder über eine Dreiviertelstunde. Weil, ist interessant. Ich höre doch Wasser. Was ist das denn für ein... Die sind aber auch hässlich. Oh Gott. Ich denke immer, hinter jeder Ecke kann so ein Kackviech sein, ne? Der gerne gemacht. Hoppa. Was zum Teufel? Oh Gott. So ein langer Gang und... Was ist das denn? Schnell tot. Oh. Was? Was? Was zum Teufel macht der mit mir? Alter, sind die Viecher strange. Boah, sind die eklig. Boah, ich schiss vor denen jetzt. Alter, nee. Sehr merkwürdig gegangen. Es passiert einfach nichts. Was ist das denn hier? Oh. Ein blutiger Stuhl und zwei Galgenstränge zumindest. Warum?
Home Movies. You got the videotape. Doch nicht hiervon, oder? Nein. Das kann doch nicht sein. Oh Gott. Scheiß Kind. Bin ich jetzt? Ah, hier bin ich doch links gegangen, oder? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Erstmal speichern. Und jetzt mal nach oben. Kann man leider nicht aus den Fenstern ausbrechen. Hier glaube ich, brauche ich gar nicht nach einem Videorekorder suchen, weil hier ist ja eh alles überschwemmt. Demnach ist auch gar keine andere Möglichkeit, also uns in das Haus wieder zu gehen. Gut. Können wir vergessen, das ist ganz gut, weil der Typ da drin, das Ding da drin. Zweiten Stock. Wer ist denn heutzutage noch so altmodisch und hat hier irgendwo... Leider auch nichts dafür vorgesehen. Das ist hier merkwürdig. Jetzt sind wir mehr im dritten Stock, allerdings auf einer anderen Seite. Wo musste ich denn? Da ist noch eine Tür. Das sieht doch vielversprechend aus. Zumindest es ist da ein alter Röhrenkasten. Das ist auch nur ein DVD-Player. Das ist auch kein Design-Ding. Komme ich hier hoch? Find a video player, ja schön. Zum Teufel, wie soll ich den denn finden? Hier ist niemand, der einen Videoplayer hat. Nun scheint mir das so.
jetzt hier schon drin? Ja, hier bin ich ja rausgekommen. Okay. Komm ich auch nicht rein. Stimmt, ich glaube, ich war hier an dieser Stelle auch stehen geblieben und habe nicht weitergespielt. Was ja sein kann, ist hier im zweiten Stock. Das ist das Einzige, was man wirklich richtig bereisen kann. Das sieht doch gut aus. Gut. Er schlägt ihn. Und vier, sieben, sieben, neun. Oder 4119. Oh Gott. Den Code gespeichert. Ja, 4710. Okay. Oh, fuck, man. Soll aus den Apartments flüchten. Puh. Dann machen wir das nochmal. Und an dieser Stelle kann ich euch definitiv sagen, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Und was hier noch geschehen wird. Ah ne, warte mal. Was war das für ein Code? 4719. Ja. So. Da, wunderschön. Ich hätte vorher, glaube ich, nochmal abspeichern sollen. Irgendwo. Aber egal. Mann, ich habe schon Halluzinationen hier so leicht. Das geht gar nicht. Ach du. Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Alles voller Blut und Scheißgeräusche. Ich schätze mal auch alles voller Scheißmonster.
Stockwerk ist gleich groß, beziehungsweise es kommt. Die geben mir doch nicht umsonst so viel Munition. Ey, das ist. Das ist hart. Langsam echt Schüsse, ne? Oh, ich hab richtig Angst, hier um diese Ecken zu gehen, ne? Das ist unfassbar. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung. Oh, fuck! Scheiße! Boah, Mann! Mistding, blödes. Kannst mich doch nicht so erschrecken. Lauf ich einfach mal rein und... Oh Gott, nein! Kann. Ich... Boah, Alter. Scheiße. Die Geräusche. Oh. Gott im Himmel, sei gepriesen. Danke für den Speicherpunkt. Was ich noch mehr hasse als... Das... Definitiv... nicht... gut. Was muss ich machen bei dem? Oh, geh weg von mir. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oh fuck. Nein! Wie soll ich den nennen? Eben habe ich den kurz was abziehen können, aber dann auch wieder nicht. Kann ich das überspringen? Danke. Oh fuck. Das ist saurig. Was muss ich machen? Also manchen Stellen hilft auch das Internet weiter. Ich bin gleich mal wieder da mit hoffentlich den Informationen, wie ich den besiegen kann. Und tatsächlich war das Internet ganz hilfreich. Also zumindest in Sachen Hilfe bei der Lösung des Problems mit diesem Sawman oder Sawer. Der hat nämlich eine Schwachstelle, die ich durch Zufall getroffen habe. Und zwar hier hinten. Muss man halt drauf schießen. Hätte ich wahrscheinlich nie raus. Wieder tot. Da muss ich noch dran arbeiten. Aber egal. Jetzt dürfte das auf jeden Fall schneller funktionieren als vorher. Jawohl. Muss halt nur irgendwie zielsicherer umgehen mit den Sachen und effizienter halt. Halt nicht so dicht an dich ranlassen.
okay. Läuft noch nicht so ganz. Zumindest diesen Typen werde ich noch wegschnatzen, bevor. Kranker Scheiß auf jeden Fall, kranker Scheiß. Muss das so hell sein? Die ganze Zeit im Dunkeln? Plötzlich so was? Oh. Did I pass out? Huh? Who's that? Relax, I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? Nobody. You shouldn't be here. It's very dangerous. Wait, why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Do I look like I want to turn into one of them? I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. Chapter 2. Who's that doctor? Saving Progress. So. Wir sind im Kapitel 2 angelangt und dementsprechend sage ich jetzt einfach mal, wenn euch das gefällt, was hier so zu sehen ist, ich weiß, das ist jetzt schon unfassbar lange, dieses Projekt, dafür, dass ich es eigentlich nur kurz anschneiden wollte. Falls ihr da Lust drauf habt auf den Kram, dass ich den noch weiter zocke, wenn ihr jetzt von der Story angetan seid, dann mache ich das gerne. Ich scheiß mir zwar fast in die Hosen, was jetzt besonders stark werden dürfte, weil ich jetzt überhaupt keinen Plan mehr habe. Am Anfang wusste ich ja noch Bescheid, was los ist. Auf jeden Fall schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr unbedingt Cry of Fear noch weitersehen wollt. Ich beuge mich da euren Willen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.